Frage beim Frühstücksinterview ist ja immer, wann seid ihr gestern Abend ins Bett? Oh, wir sind erst sehr spät ins Bett tatsächlich. Spät, ja. Wir waren auch ganz lange wach, auch mit den anderen Kandidaten und mit Freunden und Familie. Wenn ihr jetzt nochmal so ein bisschen an gestern Abend zurückdenkt, wie ging es euch in dem Moment, als ihr euren Namen da gehört habt? Ich glaube, wir waren total fassungslos irgendwie. Ich muss erst mal überlegen, war das jetzt wirklich unser Name hier? Ich würde mit euch auch total gerne noch mal so zurückschauen auf die gesamte Staffel. Was war denn so euer ganz persönliches Highlight? Ich glaube, wirklich der Patendreh mit Manny Caris. Also am Song zu arbeiten, das war schon eine super tolle Erfahrung. Und auch eben diese Tipps zu bekommen von so einem unglaublichen Musiker, das war schon toll, ja. Ich glaube, die allerwenigsten haben ja auch die Chance, dass sie ihren Paten oder ihre Patin schon vor dem Patendreh so gut kennen, oder? Was hat das für die Arbeit dann bedeutet mit Malik? Ja, ich glaube total viel. Also wir hatten einfach schon so eine schöne Basis, auf der wir starten konnten. Einfach weil wir uns schon kannten und Malik kannte unseren Song schon. Und das war so toll, dass wir da einfach weitermachen konnten und weiterarbeiten konnten. Als ihr gestern gewonnen habt, da hat mein Herz wirklich einen Hüpfer gemacht, weil ich habe ja jetzt eigentlich euren Weg so mitbegleiten dürfen. In der letzten Staffel habe ich es mitbekommen, da hat es nicht gereicht fürs Finale, dann zurück im Wettbewerb und jetzt habt ihr einfach die Staffel gewonnen. Könnt ihr noch mal sagen, wie ihr dieses Auf und Ab ja irgendwie erlebt habt? Ja, es war eine total spannende Reise. Erst dachten wir, es wäre vorbei und wir waren schon total zufrieden und stolz, wie weit wir es geschafft haben. Und dann kam die neue Chance mit zurück im Wettbewerb und es war auch eine so wunderschöne Zeit, aus der wir so viel mitnehmen durften. Und jetzt stehen wir hier. Das ist total unglaublich. Was war denn so der größte, weiß ich nicht, der größte Lerneffekt vielleicht durch zurück im Wettbewerb? Ich glaube tatsächlich der Tipp mit den Adlibs. Ja, Also das ist etwas, das haben wir vorher noch nie wirklich gemacht. Und dann hat er das einmal eingeworfen und seitdem machen wir das in jedem Song. Also. Ja, also man merkt richtig, dass das den Song wirklich verbessert. Es war ja auch so, dass bei Zurück im Wettbewerb, da durfte Malik ja nicht wirklich helfen. Er durfte nur Kritik üben und irgendwie Tipps geben, aber er war nicht so mit drin im Song. Wie hat sich dann die Arbeit verändert, als er wirklich mithelfen durfte und wirklich euer Pate sein durfte? Er hat wirklich so viel in diesen Song gesteckt und es war ja einfach, ich glaube, er hat so viel von sich selber auch da reingegeben und es hat so gut einfach gepasst und zusammengefasst, ja. Apropos Fanfragen, ich habe mal noch ein paar mitgebracht aus dem Chat zur Finalshow. Wann habt ihr angefangen? Also wir haben mit Musik schon angefangen, als wir ganz klein waren. Und das hat, glaube ich, alles damit angefangen, dass wir ein Instrument gespielt haben. Also ich habe mit Gitarre angefangen und Jule mit Klavier. Und dann haben wir irgendwann halt auch zusammen improvisiert und so sind wir dann auch zum Songwriting gekommen. Wie viele Lieder habt ihr denn schon geschrieben, wird hier gefragt? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben gar keinen Überblick mehr und haben auch gar nicht gezählt. Aber wir müssen ehrlich sagen, wir haben auch ganz viele halbfertige Songs. Also wir haben angefangen, einen Song zu schreiben und haben ihn nicht zu Ende geschrieben. Also da haben wir auch noch einen Haufen. Wie seid ihr auf den Song gekommen? Erinnert ihr euch da noch dran? Ja. Also das war ein Thema, was uns schon immer total wichtig war. Und ja, wir waren da einfach irgendwann an einem Moment, da haben wir viel drüber gesprochen und dann waren wir so, okay, das ist ein cooles Thema, da wollen wir was drüber schreiben und dann sind wir zum Song gekommen. Ja. Habt ihr eine Art Rollenverteilung, wenn ihr Songs schreibt? Also eigentlich nicht wirklich. Eigentlich ist das immer unterschiedlich, oder? Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wer die erste Idee hat und wer welchen Ansatz hat und wo wir dann weiterarbeiten und so geht's dann auch. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich glaube, ihr braucht jetzt wahrscheinlich auch erstmal eine Pause, um das irgendwie alles mal zu verdauen. Kommt auf jeden Fall gut nach Hause. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Ja, unbedingt.